Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Laschet, das, was Sie uns mit Ihrem Tagesausflug nach Belgien hier vorgeführt haben, ich weiß nicht, ob das eigentlich mehr eine Tragödie oder eine Komödie ist. Und gerade weil, Herr Untreser, gerade weil es um die Menschen geht, komme ich eher zum Schluss, dass das was Tragödisches hat. Und deswegen fangen wir mit dem ersten Akt mal an. Sie verkünden am 16.12.2017 im Kölner Stadtanzeiger vollmundig, Zitat, Sie seien bereits mit Belgien im Gespräch über eine Abschaltung von Tihange 2 und Duel 3 und präsentieren dann den ultimativen Deal, der zum Verhandlungserfolg führen sollte. Für die Versorgungssicherheit gibt es nun Braunkohlestrom aus dem Rheinischen Revier im Auftrag von RWE. Erstens, Belgien steht zum Kohleausstieg. Die wollen unseren dreckigen Braunkohlestrom gar nicht. Wohlwissend zweitens, dass es gar keine Leitungen dafür gibt und auch perspektivisch, die Kollegen haben es ausgeführt, gar nicht zur Verfügung stehen. Wohlwissend drittens, dass die wegfallenden Kapazitäten im Fall eines Atomausstiegs in Belgien vornehmlich von und besser von Gaskraftwerken, zum Beispiel eines stillgelegten Gaskraftwerks direkt um die Ecke in Maastricht, dann ersetzt werden können. Wohlwissend viertens, dass es diese behauptenden Gespräche gar nicht gegeben hat. Über eine kleine Anfrage der Grünen mussten Sie das kleinlaut zugeben. Und fünftens, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal eine Antwort auf Ihre Schreiben an die Landesregierung, an die Energieministerin, an den Minister für Sicherheit der Kernkraftwerke, Sie haben ja noch nicht einmal Ihre Schreiben beantwortet. Das Antwortschreiben, auch das mussten Sie etwas kleinlaut dann in Antwort auf unsere kleinen Anfrage zugeben, lag ja erst am 22. Januar vor, also 4 Wochen nach Ihren Aussagen, dass Sie da im Grunde mit den Belgiern alles schon mal klargemacht haben. Herr Laschet, diese Aufschneiderei, die ist Ihnen heute noch mal wieder auf die Füße gefallen. Diese Aufschneiderei, Herr Laschet, und das ist nicht mehr das Lustige an der ganzen Sache. Diese Aufschneiderei, die Sie da gemacht haben, war nicht nur peinlich, sondern sie lieferte 2 fatale Botschaften. Die erste Botschaft an die Menschen in der Region, denen Sie im guten Glauben, die Menschen haben daran geglaubt, dass, was Sie ihnen da erzählt haben, das kriegen wir mal schon alles hin und denen bringe ich ein bisschen Braunkohlestrom mit und dann machen die das schon. Die haben daran geglaubt, denen haben Sie den Eindruck vermittelt, dass hier ein zeitnahes Abschalten dann tatsächlich möglich ist. Hier haben Sie im höchsten Maße Glaubwürdigkeit von Politik verspielt und das werfen wir Ihnen hier heute vor. Zweitens, eine fatale Botschaft an die Belgier, wo Sie mit dem absurden Braunkohledeal, der von vorne bis hinten absurd war, es wäre schön, wenn Sie das heute auch mal zugestehen würden, haben Sie den Kernkraftbefürwortern auf der belgischen Seite doch in die Hände gespielt und denen, die da die Bröckelreaktoren abschalten wollen, einen Bärendienst erwiesen, Herr Laschet. Und auch das werfen wir Ihnen heute vor. Dann sind wir beim zweiten Akt, nach dem Auftakt der zweite Akt. Halbherziger Rettungsversuch, würde ich das mal überschreiben. Naja, das mit dem Braunkohlestrom, das war auch gar nicht so gemeint. Man könnte ja auch noch ein bisschen Ökostrom beimixen und dann kriegen Sie irgend so einen Energiemix angeboten. Nichts zu den Leitungen, nichts zu den Gaskraftwerken. So, dann dritter Akt und das nennt man dann wohl, Herr Laschet, eine Abfuhr erster Klasse. Die Überschriften am nächsten Tag in den Zeitungen waren an Eindeutigkeit nicht zu überbieten. Bild-Zeitung, Belgier lassen Laschet bei Tihange auflaufen. Watz, Belgien lässt Laschet abblitzen. Kölner Stadtanzeiger, Laschet scheitert in Brüssel. WDR Online, ernüchternde Ergebnisse und so weiter und so fort. Ja, Sie haben letztendlich die Sicherheitsbedenken, die hier namhafte Sicherheitsexperten auch vorgetragen haben, haben Sie offenbar den Belgiern hier nicht vermitteln können. Und jetzt komme ich dazu, dass man ja eigentlich sagen kann, was für eine Steilvorlage für die Opposition. Diese peinliche Posse mit Ansage, das war von vornherein klar, dass das so nicht gelingen konnte, dieses missglückten Ausflugs steht leider sinnbildlich für Ihre Amtsführung. Herr Laschet, das ist eine nicht durchdachte, nämlich eine nicht durchdachte Schaufensterpolitik und die muss auf diplomatischem Parkett scheitern. Die taugt für die Talkshows, aber nicht, wenn es um eine solche ernste Sache geht wie diese Gespräche. Schauen wir mal,
dann sehen wir weiter. Das haben wir gestern auch in der Aktuellen Stunde hier zum Diesel gehört. Ja? Auch hier kam nichts an konkreten Vorschlägen. Und diese Haltung, ja, nicht zu Ende denken, die Politik, das ist gerade bei dem Thema, was wir hier gestern in der AKS hatten, geradezu fahrlässig für die Zukunftsfähigkeit unserer Städte. Gut, wir könnten hier richtig über Sie herfallen, aber ganz ehrlich, Herr Laschet, Häme, Schadenfreude, das macht mir hier heute Morgen eigentlich nicht wirklich Spaß. Ich hätte Sie heute lieber gelobt. Nein. Nein, weil es geht nämlich um einen ziemlich ernstzunehmenden Sachverhalt, die Sicherheit von Tausenden von Menschen in unserer Region in Aachen. Und deswegen hätte ich Sie heute hier lieber gelobt. Wir haben hier interfraktionell immer zusammengearbeitet und an einem Strang gezogen, wenn es um Tihange geht. Nein, Schadenfreude ist heute nicht angebracht. Hier wurde Vertrauen und es geht nämlich auch um Vertrauen in Politik für uns alle, Herr Laschet, die Sie hier verspielt haben. Sie haben Hoffnung enttäuscht, indem Sie zu hohe Erwartungen an diese Reise gestellt haben. Und Sie haben hier unverantwortlicherweise hier auf diplomatischem Parkett versagt. Und das werfen wir Ihnen heute vor. Und an die Adresse, ich möchte die Kolleginnen und Kollegen von der SPD nicht ganz verschonen, lieber Kollege Römer, an die Adresse hier der Anti-Atomkraft-Aktivisten von CDU und SPD, nur das. So sehr ich und wir Grüne an der Seite stehen für den gemeinsamen Einsatz für das Abschalten von Tihange und UTL, begrüße ich auch. Aber es fehlt letztendlich an Glaubwürdigkeit auch bei der SPD und der CDU, wenn man nicht gleichzeitig auch zu einem vollständigen Atomausstieg im eigenen Land steht. Und dazu gehört die rechtssichere, verbindliche Schließung der Urananreicherungsanlage in Gronau, die nämlich Brennstoff liefert in unsichere Reaktoren auf der ganzen Welt und nicht nur in Belgien. Schaut man in dem Koalitionsvertrag, findet man da mutloses und halbherziges: Wir prüfen mal und dann schauen wir mal. Und auch hier könnte etwas mehr Glaubwürdigkeit nicht schaden, wenn man dann nach Belgien fährt und sich dort für das Ende der Atomkraft einsetzt. Am Schluss bleibt nach diesem denkwürdigen Tagesausflug von Ihnen, Herr Ministerpräsident, die bittere Bilanz. Es war gut gemeint. Das spreche ich Ihnen hier nicht ab. Aber das ist in der Regel das Gegenteil von gut. Dankeschön.